Thema ist gesund leben. Die Essgewohnheiten haben sich in den letzten 60 Jahren sehr geändert. Warum? Zuerst ist es wichtig zu wissen, wie unsere Großeltern in den 50er und 60er Jahren gelebt haben. Die Großmutter arbeitete zu Hause und der Großvater im Bau, in der Landwirtschaft oder als Fischer im Meer. Die Familien waren groß mit 4, 5 oder 6 Kindern, die bei der Nahrungssuche und im Haushalt mithelfen mussten. Viele Familien hatten eine Ziege, eine Kuh oder einen Esel. Geld war immer ein Problem, sodass die Hauptnahrung Obst, Gemüse, Fisch und basische Milchprodukte wie der Käse war. Hier auf Teneriffa hatte man den Gofio, Mehl aus geröstetem Mais oder Getreide, der viele Nahrungs- und Ballaststoffe hat und eine basische Nahrung für jede Familie war. Supermärkte wie heute in der Großkaufzentrum gab es nicht. Kühlschrank zur Aufbewahrung der Lebensmittel war ein Luxus. Es war ein hartes Leben, aber sehr natürlich. Restaurants wie heutzutage geben es kaum, aber dafür gab es die Kneipen. Mit der Entwicklung des Tourismus auf der Insel haben sich die Essgewohnheiten auf Teneriffa stark geändert. Man hatte einen festen Lohn, man konnte sich einen Kühlschrank kaufen, immer mehr Supermärkte wurden eröffnet und man hatte mehr Auswahl an Produkten, die vom Festland oder auch vom Ausland importiert wurden. In den 70er und 80er Jahren war trotzdem der Mann, der arbeitete, und die Frau blieb zu Hause und kümmerte sich um das Haus und die Familie. Der Wurstland kam und viele konnten auch einmal im Monat im Restaurant essen gehen. Es gab mehr Auswahl und auch mehr Freizeit. Ab den 90er Jahren kamen die großen Einkaufszentren mit vielen Restaurants und Geschäften. Auch die Frau wurde arbeitstätig, dadurch senkten auch die Geburtenrate. Die Familien hatten weniger Zeit für den Haushalt und dadurch auch weniger Zeit zum Kochen. Die Essgewohnheiten änderten sich nochmal. Die Einnahmen in den Familien stiegen, sodass man mehrmals im Restaurant zu essen ging. In den Supermärkten konnte man fertiggemachte Mahlzeiten kaufen, einfach nur vom Kühlschrank in die Mikrowelle. Diese Produkte enthalten viel mehr Zucker, Fette und andere Zutaten. Auf einmal hatten wir eine hohe Anzahl an Menschen mit Übergewicht. Dies trachte dazu bei, dass der Fettleibigkeitsindex stieg. Von zu Hause zur Arbeit, von der Arbeit wieder nach Hause. Die Kinder in der Familie auch. Man trieb weniger Sport und das Essen schmeckt so gut. Die Herzinfarkte stiegen an. Achtung Cholesterin! Heute hat man auch die gleiche Situation. Jedoch hat man mehr Information und Bewusstsein. Wie kommt das? Jährlich muss man sich Blutproben machen. Man erhält mehr Informationen und Beratung von den Ärzten. Viele Organisationen machen Druck, damit die Essgewohnheiten in den Familien sich ändern. Die Kosten in den Krankenhäusern steigen aus diesen Gründen. Heutzutage werden mehr Bioprodukte verkauft. Man teilt sich die Zeit ein
um ein gewogenes Leben zu haben. Sport und gesundes Essen ist angesagt.